Hallo zusammen, hier ist euer Martin. Herzlich willkommen bei meinem neuesten Kurzvideo. In diesem Video geht es darum, wie ich meine bereits geplante Tour verändern kann. Und zwar zum Beispiel, wenn ich eine Übernachtung eingeplant habe zwischendurch oder einen Ort besichtigen möchte. So, und schon geht's los. Nachdem ich die Tour bereits aufgemacht habe, gehe ich mit der Maus oben rechts auf Bearbeiten und bestätige mit der linken Maustaste. Anschließend öffnet Komoot die Tour und schon kann ich die Tour bearbeiten. Um den Ort zu sehen, wo ich meinen Zwischenstopp einlege, werde ich die Karte jetzt vergrößern. Das kann ich entweder oben rechts auf dem Bildschirm durch das Drücken auf dem Pluszeichen mit der linken Maustaste oder ich zoome einfach mit dem Mausrädchen heran. So wie jetzt. Für meine Zwischenstation habe ich die Stadt Osnabrück ausgesucht. Um die aktuelle Route so zu verändern, dass sie durch die Stadt Osnabrück verläuft, gibt es zwei Möglichkeiten bei Komoot. Die erste Möglichkeit ist einfach mit der Maus auf die aktuelle Route draufgehen, dann mit der linken Maustaste bestätigen, dann erscheint ein blauer Punkt auf der Route und diesen blauen Punkt könnt ihr einfach in die Richtung ziehen, wo die Zwischenstation liegt. In dem Fall die Stadt Osnabrück. Bevor ich euch die zweite Variante des Umplans zeige, werde ich erstmal den gerade geplanten Zwischenpunkt der Stadt Osnabrück wieder löschen. Das funktioniert sehr einfach. Ihr geht einfach mal links auf das grüne Feld, wo die Wegepunkte aufgelistet sind. Dann geht ihr einfach mal auf den Wegepunkt 1, das ist nämlich der Zwischenhalt in Osnabrück. Da einfach mal mit der linken Maustaste auf den Papierkorb betätigen und schon ist der Wegepunkt 1 wieder aus der Tour rausgerechnet. Bei der zweiten Variante fixiere ich den neuen Zwischenpunkt mit der rechten Maustaste. Danach erscheint ein Fenster. In diesem Fenster betätige ich das grüne Feld mit der Aufschrift zur Tour hinzufügen mit der linken Maustaste und schon berechnet Komoot die Tour neu. Danach speichere ich die Tour oben rechts unter Speichern mit meiner Lieblingsmaustaste natürlich, mit der linken Maustaste. Und schon ist die Tour gespeichert. So, das war's für heute. Wir hören uns bestimmt im nächsten Teil, wo ich euch weitere Details meiner Tourenplanung verrate. Bis bald, euer Martin. Tschüss.